Also nochmal, ich habe keine Symbole. Ja? Mhm. Ich habe nur eine Schalltafel mit Zahnrädern, mhm. die sich angefangen haben zu drehen, als bei dir die Zeit losgegangen ist. Das war bei mir nicht ersichtlich, dass das gegen Zeit ist. Also bei dir ging die Musik los, bei mir erst später. Okay. Ich musste in einen Brunnen steigen, eine ja. Leiter runter. Ja. Und dann hat sich, als ich dann das Ventil für das Wasser öffnen wollte, um die Samen zu begießen, hat sich dann die Leiter verdreht. Zwei Sprossen waren noch da und die anderen sind alle in irgendwelche Richtungen. Okay. Und über mir, ganz oben über mir, muss ich ständig hochgucken, ist halt eben so eine Windrose mit Nord ja. ausgerichtet und da sind dann eben diese Symbole rum. Aber zum Beispiel Nord hat kein eigenes Symbol, sondern den immer dazwischen. Weißt du, Nord, Nord, West und solche Sachen. Mhm. Das lässt sich ganz schlecht mal eben so beschreiben. Und die Teile, die sich von der Leiter gedreht haben, haben die Symbole? Die haben Symbole, das sind so Drehscheiben okay. praktisch, ne, die dann weggedreht sind. Ja. Okay. Und die haben dann zum Beispiel diese Symbole. Das heißt, ich muss erstmal gucken, welches Symbol wo ist. Und dann müssen wir halt rausfinden, was du dann bei dir drehen kannst. Wenn du sagst, dass du nur die Richtungen hast, ja, dann muss ich erstmal eben gucken. Ich habe eine Scheibe, ja, dass mhm. du das ungefähr vorstellen kannst. Ich habe eine Scheibe, einen Teller, auf dem liegen Zahnräder. Und das mittlere Zahnrad bewegt sich, wenn die Musik einsetzt. Also wenn bei dir die Zeit abläuft. Mhm. Und ich muss dann mit den Zahnrädern, die da so verschreut herumliegen auf dem Teller, ja. Zu... Also ich habe im Nordosten, im Südosten, im Süden, im Westen und im Nordwesten habe ich Leitersymbole. Ja? Ich glaube, ich muss zu diesen Symbolen mit den Zahnrädern, die da herumliegen. Ja. Das heißt, wenn du mir ein Symbol sagst, muss ich zu der Windrichtung sozusagen bei mir auf der Schaltfläche. Also wenn du Halbmond zum Beispiel sagst, dann muss ich nach Nordosten bei mir. Ja. Deswegen okay. meinte ich zuerst, bevor du wieder stirbst, quasi. Ja. Sag mir zuerst, was bei dir im Süden und im Westen liegt. Das fehlt mir noch. Ja. Dem, wo ich hinkomme. Ja, können wir gleich nochmal eben gucken, weil ich wusste ja nicht, dass das gleich wieder eine Geschichte auf Zeit ist. Ich dachte, ich muss nur irgendwo Wasser aufdrehen oder sonst oder ein Rätsel gemeinsam lösen. Aber dass das jetzt schon wieder was auf Zeit ist, das war nicht ersichtlich. Ja. Ja, okay, dann nochmal. Und dann gucken ja. wir uns das gleich nochmal genauer ein. Ich hoffe, ich bin da nicht noch drin im Brunnen und das läuft sofort wieder die Zeit. Aber wir haben, glaube ich, einen Augenblick Zeit. Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Mikrofon muted. Sound muted. Und erneut versuchen. Ja, das muss zwischendurch dieses Besprechen im TS, das muss, oder so mal, muss eben halt mal sein, dass es dann auf Dauer sonst nervig, wenn man dann immer das Funkgerät halten muss. Und da muss man sich wenigstens kurz absprechen können oder besprechen können, so. Ja. Ja, vor allem gerade bei so auf Zeit-Dingern. Ja. Ja, weil du hast da als erstes erstmal Panik, dann musst du gucken, okay, was funktioniert jetzt wie wo und keine Ahnung was. Ja, dann musst du dem anderen ja auch noch irgendwie verständlich machen, ja. was dein Problem gerade ist. Ja, was hast du für ein Problem? Das ist aber auch gar nicht so einfach. Immer dieses, man will immer genau beschreiben, was man selber gerade so sieht und denkt gar nicht daran, der andere sieht was ganz anderes. Ja, ja. Ich versuche immer herauszufinden, was bei uns gleich ist, mhm. um davon quasi weiterzugehen. Also wenn du irgendwo Windrichtungen aufgezeichnet hast und ich auch, dann ist das der gemeinsame Nenner. Ja, genau. Von dem ich dann weitergehe, was von dem sich dann abspalten kann, quasi was bei mir ist und was bei dir ist, muss ja nicht gleich sein. Ja, eben, das ist einen ja. gemeinsamen Nenner hat. Richtig. Man muss immer den, genau, immer den gemeinsamen Nenner suchen und dann schauen, was man daraus machen kann. Genau. So, jetzt habe ich wieder Hintergrundgeräusche, das hört man. Ich habe Ladebildschirm. Ja, habe ich auch noch, aber ich höre jetzt schon mal Geräusche, das ist schon mal ein Stückchen weiter. Bei mir klampft. Ja, auch. Diese beruhigende Gitarrenmusik, die immer sagt,
Nicht ausschalten, nicht ausschalten, nicht ausschalten. Immer besser als Death Metal. Ah. Okay, so. Okay, die Pflanzen tun gar nichts. Bin wieder da, hat er sich jetzt das gemerkt mit dem Garten? Ich guck mal eben ganz kurz. Ich bin am selben Speicherpunkt rausgekommen wie im Gas. Bist du gerade? Ich bin im Gewächshaus, aber ich muss die Samen nochmal neu setzen. So, und zwar waren das die, glaube ich, auch. Die und die. Ach, mehr geht nicht. Okay. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Dann nehmen. Nehmen. Das heißt, du musst jetzt wieder in den Brunnen klettern. Ja, ich pflanze mal eben ganz kurz die Samen und dann gucke ich mir erstmal eben die Windrichtung an. Hm, ja. So. Alles noch da, die Farben, die Pflanzen. Da sind die Kelchblumen. So. Okay, ich kann mir das jetzt besser angucken. Ich stehe jetzt praktisch unter meiner meiner Richtungsanzeige. Okay. Also ich habe im Nordwesten, habe ich notiert, 3 Sterne. Ja, Nordwest sind 3 Sterne. Nordost, Halbmond. Ja, richtig. Südost, Komet, den habe ich gar nicht. Ich habe Südost gar nicht. Okay, dann ist er vielleicht nicht relevant. Also als erstes Leitersymbol müsste bei mir der Saturn gedreht werden, den du ja nicht hast. Das wäre dann Nordwest. Also Nord-Nordwest. Ich habe bei mir auf der Anzeigetafel Nord-Nordwest, Nord-Nordost, Ost-Südost, Süd-Südwest, West, West, Süd. Okay. Ich guck gerade mal, weil die Leitersprossen haben pro Ring, also auf einem Ring ist eine Leitersprosse. Und die haben unterschiedliche Symbole. Ja. Das erste Symbol, was dann gerichtet werden müsste, wäre der Saturn. Und der ist bei mir Nord-Nordwest. Hat das denn irgendwie funktioniert? Aber um das letztendlich auszuprobieren, ob es funktioniert, werde ich wahrscheinlich wieder reinsteigen müssen. Also Nordwest habe ich jetzt statt 3 Sterne Saturn aufgeschrieben und mir das als erstes notiert quasi. Ja, wir müssen das, glaube ich, rausfinden, wie es dann funktioniert, dass es sich irgendwie dreht. Welches Symbol ist bei dir im Süden und ein Stückchen links von Süden und ein Stückchen unter Westen? Das ist ein einzelner Stern. Welche sind? Ich habe hier 6 Symbole. Auf der Windrose halt. Und pass mal auf, Nord, Nordost ist doch schon das hier, oder nicht? Ist das nicht Nord, Nordost? Machen wir es anders. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 5 Leitern. Und ich glaube, zwischen der im Osten und der im Süden, sprich die südöstlichste, schaut bei mir nach Lücke aus. Sprich, die habe ich nicht. Die brauchen wir auch nicht. Wir brauchen den Saturn. Ich brauche die Nord-Nordwestlichste. Wie ist es denn? Also, ein Stückchen links von Süden ist bei dir Stern, hast du gesagt. Links von Süden?
Ja. Was ist bei dir ein Stückchen unter Westen? Ein Stückchen unter Westen? Da ist nur der Stern. Mehr Symbole habe ich da nicht. Du hast ja gesagt, du hast 6 Symbole. Ja. Ja, es sind 6 Symbole. Sind die bei dir alle im Osten? Nein, die sind drumherum verteilt, aber nie direkt irgendwie nur im... Also Norden und Süden ist überhaupt kein Symbol. Richtig. Hast du eins im Westen? Ja, im Westen sind die 3 Sterne. Im Osten ist der Halbmond und die anderen, die sind alle dazwischen. Die restlichen 4. Also ich habe mir jetzt einmal im Nordwesten aufgeschrieben, Saturn als erstes. Ich habe dann noch Halbmond, Komet, Stern und 3 Sterne, die zu meinen Himmelsrichtungen ansatzweise passen. Das lässt sich gerade ganz schlecht erklären. Da haben wir wieder so ein Problem. Das heißt, wenn du in den Brunnen steigst, dann versuche ich als erstes zum Saturn zu kommen und den zu drehen irgendwie. Ja, das wäre gut. Und dann kann ich dir ungefähr sagen, was richtig ist. Weil die muss ich als erstes, die Sprosse muss ich als erstes wieder hinstellen, damit ich weiterkomme. Kannst du auf die Sprosse da? Wir probieren das dann aus, ob du auf die Sprosse dann schon kannst, damit wir ein bisschen ein größeres Zeitfenster haben, um das zweite zu lösen. Ja. Ich kletter jetzt runter. Ja. Und dann muss ich ja erstmal das Ventil wieder aufdrehen und so weiter und so fort. Und zur Not sterbe ich eben halt nochmal. Das ist, Gott sei Dank, setzt das ja nur im Level nochmal wieder an. Okay, das ist der erste Ring, der sich verdreht. Ich drehe dann jetzt das Ventil auf, es geht los. Ah, okay, die Sterne, die 3 Sterne haben sich. Oh Gott. Ich höre es bei dir gluckern. Ja, Saturn wäre als erstes die Sprosse. Bei mir dreht sich. Jetzt hat sich das Zahnrad angefangen zu drehen. Okay. Oh Gott. Wieso drehst du dich nicht? Weiß ich nicht. Das Wasser steigt. Soll ich mal unter Druck setzen? Das Wasser steigt. Hol mich heraus. Warum kann ich an, ja gut, mit den Klamotten schwimmen? Ist echt übel. Kann sich nur im Stunden handeln. Ja, das ist gut. Das Wasser steht nur bis zum Hals. Nein, tut's noch nicht. Es steht bis zu den Knien. Das ist alles okay. Aber es ist arschkalt, das Wasser. Es ist auch so schwer zu erklären, ne? Weil die Symbole hat Madel nicht. Aber es wäre schön, wenn sich der Wesen schon mal anfangen würde zu drehen. Ich stelle mich schon mal hier auf die... Ja? Ja? Es hakt hier. Es dreht sich! Jetzt müsste ich. Halt! Stopp! Das war schon richtig! Zurück! Gleichstopp geht bei mir nicht. Das hatte eine gewisse Verzögerung. Dann versuch nochmal. Stopp! Okay, ich bin 2 Sprossen weiter. Jetzt sind es die 3 Sterne. Ich kann aber nicht mehr nach oben gucken. Doch, kann ich. Warte mal, 3 Sterne war Westen. Stopp! Ah! Jetzt hat sich der ganze Rest verschoben. Moment! Welche ist denn das?
Kannst du irgendwie Sonne, Sterne und Mond verschieben? Hä? Wieso sind daneben jetzt... Ach, das ist die wieder. Oh, okay. I see. Stopp! Nee, nochmal weiter. Jetzt ist einen zu weit. Oh, das ist fies. Das ist aber gar richtig fies. Stopp! Jetzt bräuchte ich die Sonne. Sonne ist... Oh, ja, Nord-Nord-Ost. Also zwischen Nord und Ost. Das ist nur die eine Sprosse doch, oder? Ja, gut, das Wasser. Ja, doch, jetzt steigt es langsam. Jetzt so langsam wäre schön, wenn sich die Sonne bewegen würde. Aber das ist schon mal richtig. Es ist nur eben halt immer doof unter Zeitdruck. Und vor allem das Rätsel ist ja noch gar nicht zu Ende. Der Raum ist ja noch gar nicht zu Ende. Sonne, 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 Sonne. Sonne, bewegst du dich? Kann das sein, dass die Sonne sich nicht bewegen kann? Die ist, glaube ich, fest. Kann das sein? Muss ich zum anderen, zu der anderen Sprosse? Echt, das ist doof. Ich kann mich auch nicht mehr vernünftig umgucken. Und ich höre Madel überhaupt nicht mehr. Sag mal, kann das sein, dass die Sonne gar nicht drehen kann? Ich glaube, die Sachen kann sie gar nicht drehen. Sie kann nur die Sachen drehen wie Sterne, Stern. Stern. Nee, das geht ja auch nicht. Geht das doch? Ich glaube, das kann sie nicht drehen. Kannst du die drei Sterne nochmal drehen? Hören wir uns jetzt. Oder hört sie mich jetzt nicht mehr? Nicht da trocknen. Weil bei der Sonne tut sich gar nichts. Also, das ist dazwischen Nord und Ost. Und vielleicht kann man das gar nicht drehen. Ich komme da, glaube ich, nicht hin. Oder ich wüsste nicht wie, sagen wir so. Nee, das kann sein, dass das fest ist, dass du dann um die Sterne jetzt nochmal drehen müsstest, weil da war noch eine einzelne Sprosse und dann müssen wir wahrscheinlich Stückchen für Stückchen individuell hochgehen. Aber ich ertrinke, glaube ich, gleich wieder. Du kannst mit die Sprossen, die schon gedreht worden sind, hinauf, oder nicht? Ja, ja, die kann ich hinauf, aber es sind noch drei Sprossen über mir, die ich gehen müsste. Ich wüsste nicht, wie ich zu der Leit... Ich habe rote Zahnräder, die sich nicht drehen. Hier im Mix quasi. Und ja, ich habe gleich wieder blub blub. ...kommen quasi mit den Zahnrädern, aber ich wüsste nicht, wie. Nee, ich glaube, die letzten, das müssen wir machen, das ist dann eine extra gedrehte oder sowas. Bei den roten Zahnrädern verhaken. Ja. Ja, das kann sein, dass die oberen anders gelöst werden müssen. Dann müssten wir... Dann, ja, müssen wir gleich nochmal gucken. Ist jetzt eh zu spät. Ich wüsste nicht, wie ich dorthin komme. Nee, Zahnrad. Ich glaube, wir müssen das so machen, dass der, wie soll ich das sagen, die verdrehen sich gegeneinander, die letzten Sprossen, eben als du die drei Sterne bewegt hast, haben sich die anderen wieder verschoben und ich glaube, da muss ich dann gucken, wo die eine sich hin verschoben hat. Also die letzten, das waren, glaube ich, nur noch drei oder vier Sprossen. Also ich war, das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Ich kann dann immer eine Sprosse höher steigen. Aber ich kann ja die untere dann wieder verdrehen. Ja, ja, genau. Das müssen wir bis zu den drei Sternen und dann muss ich die nochmal
Das lässt sich bloß, ich habe dann nicht so, ich habe keine Rundumsicht mehr, wenn ich mal auf den Sprossen bin. Ich kann noch gerade nach oben gucken und noch ein ganz bisschen nach links und rechts gucken. Ich kann nicht mehr so genau gucken, wo welches Symbol ist, wo was hin müsste oder sowas. Aber wir sind schon mal ein Stückchen weitergekommen. Ja. Sowas liegt mir überhaupt nicht. So Zahnräder verschieben. Nee, das funktioniert ja. Na, wenn immer nur stückchenweise, das geht schon. Und wenn ich dann rechtzeitig Stopp sage, das ist eben halt nur schwierig mit einer Verzögerung oder sowas. Ist ja kein Ding, ne? Also wir können ja eben am Level immer wieder ansetzen. Das ist ja nicht so problematisch. Das geht schon. Das geht schon. Und dann muss ich mal gucken, dass wir dann irgendwie einfach nur von Sprosse zu Sprosse denken und dass wir die dann immer nur drehen. Weil ich glaube, da wo ich noch Symbole habe und was bei mir genau zwischen Nord und Ost, also Nord-Nordost oder wie auch immer man das nennen mag, oder ne, genau zwischen Nord und West ist, ich glaube, da kannst du gar nichts drehen. Die sind fest. Diese Symbole. Das heißt, da müssen wir mit den Sprossen irgendwie improvisieren. Aber das kriegen wir hin. Ja. Das klappt schon. Okay. Bereit? Ja. Blub, blub. Hat ja aber es eben schon mal sehr gut funktioniert. Und das dauert dann ja auch ein bisschen, bis das Wasser an ist. Also wir schaffen das. Diesmal schaffen wir das bestimmt. Man muss nur eben halt wissen, dass vielleicht einige Ringe gar nicht zu drehen sind bei mir. Einige Sprossenringe. Deswegen hast du wahrscheinlich diese roten Zahnräder, die du nicht bewegen kannst. Möglich. Aber diese roten Zahnräder, die ich da dazwischen liegen habe, die blockieren halt, dass alles dreht. Ja. Also ich versuche irgendwie Zahnrad um Zahnrad zu dem Symbol zu kommen, damit sich das halt durchgehend dreht. Mhm. Aber ich habe nicht genug Zahnräder quasi auf einer Linie, ja, damit ich zu dem Symbol komme. Mhm. Also, ich kann es so schwer beschreiben. Ja, nee, ich weiß. Ich weiß, wie doof das ist. Das ist ja das Problematische, weil man sieht immer nur dann erstmal seine Situation und dann muss man dem anderen das unter Zeitdruck noch versuchen zu erklären. Ja. Und der hat aber, wie gesagt, ein ganz anderes Bild im Kopf. Das kriegen wir hin. Das hat eben schon mal ganz gut geklappt. Das kriegen wir hin. Na, Saturn und drei Sterne gehen noch zum Hinkommen. Aber ich wüsste nicht, wie ich zur Sonne komme. Nee, die Sonne wirst du nicht haben. Ich glaube, das war einfach ein fester Ring, den konnte man eben auch nicht mehr bewegen. Wir gucken mal, was gedreht werden muss und wie ich dann weiterkomme. Ich muss ja immer nur Sprosse für Sprosse erstmal weiterkommen, bis ich dann endlich irgendwo oben bin und rauskomme. Ja. Also von daher, das kriegen wir schon hin. Ich bin da zuversichtlich. Das ist jetzt auch nicht das Schlimmste, glaube ich. Hallo, ihr kleinen Pflanzen. Ich mach die Seeds da jetzt auch nicht wieder rein. Das ist Quatsch. Ich bin wieder an meiner tollen Bedientafel. Ja, ich kletter jetzt in den Brunnen und schalte das Wasser gleich wieder an. Ja. Bereit zu sterben? Nein! Da die... Jetzt sind sie alle noch gleich, ne? Also eben, aber einige stechen hervor und die kann man, glaube ich, nicht drehen. Ich drehe das Wasser auf. Jo. So, jetzt müssen wir mal eben kurz warten, bis sie es ausgedreht hat bei Madel. Vorher kann sie nichts machen. Das ist fast so, wie ich mir gedacht habe. Ich muss dann irgendwie eine weiter. Okay. So, den Saturn bräuchte ich als erstes. Das wäre zwischen Nord und West. Das? Ja. Und stopp. Jetzt bräuchte ich die drei Sterne, das ist West. Und das so wisst ihr, dass die anderen sich gleich verdrehen, ne? Da muss ich gleich mal ein bisschen aufpassen. Das geht schon, die Zeit haben wir, ne? Mal lass er bloß jetzt selber keinen Druck empfinden. Ich bin doch diejenige, die ertrinkt. Nein. Ich verstehe das schon. Mir würde es genauso gehen an ihrer Stelle. Denn, nehme ich den? Ja, den. Okay. Stopp! Ähm.
dreht er sich mit. Kannst du die drei Sterne nochmal verstellen? Ich brauche das Sonnensymbol. Ich hoffe, dass der jetzt hier mitgeht, der Ring, wenn mal die drei Sterne verstellt, weiterlaufen lässt. Nee, das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Verdammt. Es muss eins von den anderen Symbolen sein. Was hat sich denn da verstellt? Ich sehe das nicht. Oh, was hat sich denn da verstellt? Was ist... Ja! Stopp! Weiter, weiter, weiter. Ich bin jetzt auf dem richtigen Ring, aber du musst nochmal weiter drehen. Stopp! Jetzt brauche ich den einzelnen Stern. Das wäre, oh Gott, zwischen West und Süd. Südwest, sagt man eigentlich, zwischen Südwest. Ist das Süd-Südwest? Ich weiß nicht, wie man das tituliert. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Marvin wird wahrscheinlich jetzt diese ganzen Zahnräder umpacken müssen und all so ein Kram. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Trotzdem schweißen aus der Hände. Kann aber auch der Kreislauf sein. Je nachdem. Ich merke das ja auch, Madel funkt gar nicht zwischendurch. Wahrscheinlich ist sie so angespannt, wie ich mich jetzt gerade fühle. Entschuldigung. Ich habe so viele Rote im Weg. Moment. Ich, Ja, ist gut. Das Wasser ist noch nicht da. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz gut. Das kann man aber auch schlecht nehmen. Also mir würde es genauso, mindestens genauso gehen, wenn ich sogar noch wie ein aufgescheuchtes Huhn würde ich ja wahrscheinlich durch die Gegend flattern und sagen, oh nein, Panik. Also von daher... Ist das okay? Stopp! Jetzt ist es nur noch der Halbmond, das heißt, es wäre Osten. Dann bin ich oben. Lass mich raten, das geht gleich durch den Schlauch durch, wenn ich das so recht sehe. Da die Sprosse, die ist eigentlich, das geht der Schlauch durch. Aber es wird sich gleich trotzdem drehen, richtig? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das ist nur noch die eine Sprosse. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Die Musik ist nur so dramatisch. Städelilililili. Wo ist die Rüge? Stopp! Bin oben! Halleluja! Errungenschaft freigeschaltet. Alle meine Entchen. Alles gut. Super gemacht. Kannst du eine Pause machen, bitte? Ja, klar, ich würde mir einen Kaffee holen. Ich mir auch. Alles gut. Danke. So, dann bis gleich, ihr Lieben. Das Wasser steigt jetzt auch mal eben, wir lassen es mal eben zu Ende steigen und dann bis gleich.